Guten Tag, mein Name ist Michael Börskens und wir besprechen heute die Klausur Z762 Ärger im Privatsanatorium. Zunächst mal interessiert Sie mit Sicherheit, wie diese Klausurenkursklausur ausgefallen ist. Wenn Sie sich die Statistik angucken, sind immerhin 32,5% durchgefallen, aber nur ein ganz kleiner Bruchteil hat ein Prädikat erlangt. Im echten Examen ist diese Klausur demgegenüber deutlich besser ausgefallen. Insofern kann man sagen, dass entweder Sie noch nicht so gut vorbereitet sind, wie Sie sein werden, wenn Sie in die echten Klausuren gehen, oder die Bewertung im Klausurenkurs vielleicht härter ist als im echten Examen. Insgesamt haben leider nur ganz wenige ein Prädikat, das heißt von 9 bis 12 Punkten erreicht, während ein ganz erheblicher Teil sogar durchgefallen ist. Das muss bis zum echten Examen noch deutlich besser werden. Unser Ziel wird daher sein, Ihre Fehler näher anzugucken und zu schauen, wie man die in Zukunft vermeiden kann. Wenn Sie sich diese Klausur angucken, stellen Sie zunächst gewisse Vorüberlegungen an. Die Klausur ist vom Umfang her mit drei Fragen keine der wirklich kurzen, sodass Sie in Zweifel mehr schreiben müssen als bei manchen anderen Fällen. Außerdem verlangt die Aufgabe von Ihnen ausdrücklich, hilfsgutachterlich weiterzuprüfen, was insbesondere bei der prozessualen Frage, also Frage 2, relevant sein kann. In der Menge der Probleme zeigt sich relativ schnell, dass Frage 3 den größten Umfang hat. Das sollten Sie bei Ihrer Zeitplanung berücksichtigen und nicht zu lange an Frage 1 oder Frage 2 hängen bleiben. Inhaltlich deckt die Klausur ein ganzes Spektrum an Themen ab. So wird unter anderem das Handeln in fremden Namen behandelt. Aus dem Schuldrecht AT müssen Sie kurz zumindest auf die Abgrenzung Schadensersatz statt und neben der Leistung eingehen. Sie müssen aus dem Handelsrecht kennen das Problem der sekundären Unrichtigkeit im Rahmen von 15 Absatz 1 HGB. Sie müssen § 28 Absatz 1 Satz 1 HGB finden, wonach Forderungen bei einem Beitritt auf die dann entstehende OHG übergehen. Sie müssen aus dem Gesellschaftsrecht 128-129 HGB kennen, das heißt die Haftung der Gesellschafter und die Möglichkeit, fremde Einreden zu erheben. Und schließlich gibt es noch ein Problem bei 377-2, der bekannten Rügeobliegenheit im Handelskauf. Aus dem Zivilprozessrecht wird die Prorogation, das heißt § 38 ZPO, und das Versäumnisurteil verlangt. Sie sehen also, es wird nicht nur Kenntnis im Allgemeinen, sondern auch in den sogenannten Nebengebieten verlangt, sodass die Klausur durchaus als anspruchsvoll gelten kann. Dennoch haben Sie wie bei jeder anderen Klausur ebenfalls wieder 5 Stunden Zeit, um die Probleme zu behandeln. Schauen wir uns nun die erste Frage der Klausur näher an. Der Sachverhalt war nicht wirklich kompliziert. Es gibt einen Doktor A, der ein Privatsanatorium in Bonn betreibt. Eines Tages nach einem Sturm kommt der Dachdeckermeister D mit seinem LKW vorbei, der ausdrücklich als Dachdeckermeister D gekennzeichnet ist. Der Handwerker, also Herr D persönlich, bietet dem Doktor A an, sein Dach zu reparieren. Das heißt, die beiden schließen einen Werkvertrag nach 631 BGB. Es stellt sich nun aber heraus, dass die Ziegel, die der D verwendet hat, mangelhaft waren und es deshalb in das Gebäude des Doktor A hineinregnet und es entsteht ein Schaden. Diesen Schadensersatz wegen des Regens macht nun unser Doktor A gegen D geltend. Und D sagt, er sei gar nicht Vertragspartner geworden, sondern eine DUG haftungsbeschränkt, die allerdings erstmalig mit der Rechnung in Erscheinung getreten ist. Die Anspruchsgrundlage für diese Frage ist zunächst recht offensichtlich. Da es um Schadensersatz wegen Folgeschäden geht, geht es um 634 Nummer 4 in Verbindung mit 280 Absatz 1 BGB, also um Schadensersatz neben der Leistung. Das zentrale Problem dabei ist, ob überhaupt ein Werkvertrag zwischen A und D besteht. Zunächst mal sollten Sie hier keine Sachverhaltsquetsche betreiben. A betreibt keine OHG, sondern ist eine Einzelperson. Eine zweite Person taucht erst in Frage 3 auf, sodass Sie hier bei Frage 1 keinesfalls etwas schreiben dürfen, was auf einen zweiten Gesellschafter hindeuten könnte. Allerdings
ist das Problem, dass möglicherweise ein Dissens über den Vertragspartner besteht. Während A meint, er würde D persönlich beauftragen, möchte D gerne, dass nicht er persönlich, sondern die DUG haftungsbeschränkt Vertragspartner wird. Grundsätzlich kommt bei einem Dissens über die essentielle Negotii, zu denen auch die Parteien gehören, kein Vertrag zustande. Bei Handeln in fremden Namen ist allerdings 164 Absatz 2 BGB eine Sonderregelung. Danach kommt der geheime Vorbehalt, für einen anderen zu handeln, nicht in Betracht. Das heißt, solange nicht aus den Umständen erkennbar wurde, dass D nicht sich selbst, sondern eine UG haftungsbeschränkt verpflichten wollte, ist der Vertrag mit D persönlich zustande gekommen. Hier sollten Sie ganz präzise mit dem Gesetz arbeiten. 164.1.2 sagt, dass das Handeln für einen anderen auch aus den Umständen entnehmbar ist. Es geht also nicht um 133.157, sondern es muss gerade nach 164.1.2 erkennbar werden, dass jemand anderes verpflichtet werden soll. 164.2 indiziert dabei, dass im Zweifel jeder für sich selbst handeln will. Allerdings nimmt die Rechtsprechung im Rahmen des sogenannten unternehmensbezogenen Geschäftes eine sehr weite Ausnahme an. Diese basiert auf der Annahme, dass grundsätzlich jemand, der einen Vertrag mit einem Unternehmen abschließt, nicht mit dem Vertreter, sondern mit dem Unternehmen als Organisation insgesamt einen Vertrag schließen will. Da Unternehmen in Deutschland aber nicht rechtsfähig sind, sondern nur die dahinterstehenden Unternehmensträger, wird im Zweifel der Unternehmensträger verpflichtet. Im konkreten Fall ist die Lage aber etwas anders als bei den typischen Fällen des unternehmensbezogenen Geschäftes. Der Handelnde, also D, kann in der Tat selbst tätig werden. Es ist sogar üblich, dass es Einzelkaufleute gibt, die ein Handwerk betreiben. Einen Hinweis, aufgrund dessen man schließen konnte, dass ein Unternehmen verpflichtet werden sollte, gab es ebenfalls nicht. Der Vertrag wurde nicht in Geschäftsräumen oder in sonstigen Kontaktbereichen geschlossen, die zum Unternehmensbereich gehören, sondern gerade in der Sphäre des A. Der D kam mit seinem Fahrzeug bei A vorbei, nicht etwa der A bei D, beziehungsweise eine Verbindung per Internet oder Telefon auf Richtung des D. Die Rechnung kann keine Rolle spielen, denn diese kam erst nach dem Vertragsschluss. Schließlich hat unser A auch gar kein Interesse daran, dass das Unternehmen verpflichtet wird, weil D die Pflichten ja genauso gut selbst erfüllen kann. Es spricht also viel dafür, dass man hier annimmt, dass der D persönlich Vertragspartner wurde und nicht die DUG haftungsbeschränkt. Die Rechnung kann keine Vertragsänderung sein, das sollten Sie auch nicht ansprechen. Denn der D hatte, als er die Rechnung abgeschickt hat, keinerlei Rechtsbindungswillen. Er wollte den Vertrag nicht ändern, weil er davon ausging, dass schon ursprünglich die DUG haftungsbeschränkt verpflichtet war. Hier haben man sich also zu viel Mühe gemacht, wenn man diesen Punkt diskutiert hat. Erst recht kann es sich um kein kaufmännisches Bestätigungsschreiben handeln. Denn in dem Zeitpunkt, als die Rechnung gestellt wurde, war der Vertrag bereits vollständig erfüllt. Es sollten also nicht die einzelnen Bedingungen festgehalten werden, sondern es sollte einfach nur noch die Forderung im Einzelnen detailliert dargelegt werden. Damit fehlt es schon an dem Bestätigungswillen, sodass ebenfalls dieser Gedanke völlig fernliegend ist und Ihnen eher Minus- als Pluspunkte gebracht hat. 377 Absatz 2 HGB ist für den konkreten Fall unanwendbar. Das ist aus zwei Gründen offensichtlich. Zunächst mal geht es um einen Werkvertrag und nicht um einen Kaufvertrag. 377.2 HGB setzt aber einen Handelskauf voraus und ein Werkvertrag fällt nun mal nicht darunter. Zum Zweiten war der Mangel aber auch nicht erkennbar, denn die Dachziegel waren laut Sachverhalt von außen als fehlerfrei zu erkennen. Der Mangel war also erst bei gründlicher Prüfung zu entdecken, was einem Besteller eines Daches aber nicht zugemutet werden kann. Das
Das bringt uns nun zum letzten Problem und das ist durchaus nicht von der Hand zu weisen. Viele von Ihnen haben gesagt, weil der Mangel der Dachziegel von außen nicht zu erkennen sei, sei auch gleichzeitig hier eine Haftung des Dachdeckermeisters D ausgeschlossen. Denn dieser müsse nach 280.1.2 den Mangel zu vertreten haben und das habe er nicht, wenn ihm keine Fahrlässigkeit vorzuwerfen sei. Hier vermischen Sie aber zwei Fragen. Denn anders als der Verkäufer muss ein Dachdecker nicht nur Ware liefern, sondern er muss gerade das Werk herstellen, das heißt das Dach ordnungsgemäß decken. Da er hier selber die Materialien dazu beschafft hat, muss er selber sicherstellen, dass diese Materialien geeignet sind. Dies kann er tun, indem er sie im Detail prüft oder indem er sich durch Fachzeitschriften oder ähnliche Materialien gründlich informiert und auf die Reputation von Markenware vertraut. Schließlich ist auch noch möglich, dass der Dachdeckermeister das Risiko auf den Werkbesteller überträgt, wenn er es im Vertrag ausdrücklich vereinbart. Hier liegt aber keiner dieser Fälle vor. Daher hätte unser Dachdeckermeister die Ware gründlich prüfen müssen, wozu eine bloße Sichtprüfung nicht genügt hätte. Es reicht also nicht, dass er sich die Dachziegel von außen ansieht, sondern er muss sie, möglicherweise sogar aufwendig, auf ihre Qualität prüfen. Wenn er keine Ahnung hat, muss er dies gegenüber seinem Kunden offenlegen und dann schauen, ob der Kunde mit diesen riskanten Dachziegeln einverstanden ist. Der bloße Verweis auf die fehlende äußerliche Erkennbarkeit ist aber bei einem Fachmann, zumal einem Fachmann, der sich zum Decken des Daches verpflichtet hat, nicht hinreichend. Damit ist es unserem Dachdecker nicht gelungen, die Vermutung des Vertretenmüssens zu entkräften. Er haftet also gegenüber seinem Kunden auf Schadensersatz. Nochmal, der Werkunternehmer unterliegt einem strengeren Haftungsmaßstab als der Verkäufer. Denn er muss das Werk ordnungsgemäß herstellen und dazu auch alle Bestandteile, die er verwendet, auf ihre Tauglichkeit prüfen. Tut er dies nicht oder nur unzureichend, haftet er auf Schadensersatz. Neben diesem Weg gibt es zwei Lösungsansätze, zu denen Sie kommen, wenn Sie einen Vertrag mit der DUG haftungsbeschränkt annehmen. Der erste denkbare Weg ist die Rechtsscheinhaftung analog 179.1 BGB. Der BGH sagt, wenn eine Haftungsbeschränkung nicht hinreichend deutlich nach außen getragen wird, haftet der jeweilige Vertreter mit seinem Privatvermögen gesamtschuldnerisch neben der Gesellschaft auf Schadensersatz. Diese Rechtsprechung sollten Sie kennen, da sie schon mehrmals im Examen geprüft wurde. Im konkreten Fall mussten Sie sie allerdings nur erwähnen, wenn Sie annahmen, dass die DUG haftungsbeschränkt wirksam vertreten wurde. Das war, wie ich eben schon erklärt habe, eher fernliegend und wäre sehr bemüht, wenn Sie nur zu diesem eigentlich nicht so spektakulären Meinungsstreit kommen wollen. Alternativ hätten Sie eine Haftung, wenn Sie einen Anspruch gegen die UG haftungsbeschränkt bejahen, auch aus CIC herleiten können. Konkret aus 280 Absatz 1, 241 2, 311 Absatz 3 Satz 1 BGB. Das setzt besonderes persönliches Vertrauen voraus, was hier unser Handwerksmeister auf jeden Fall in Anspruch genommen hat. Folge ist grundsätzlich eine Haftung auf das negative Interesse, da allerdings unser A den D nicht beauftragt hätte, wenn er gewusst hätte, dass er mit einer UG haftungsbeschränkt kontrahierte, hätte er auch insoweit diese konkreten Schäden nicht erlitten, denn dann wäre das Dach ja nicht von D gedeckt worden. Damit wäre auch unser Anspruch hier über CIC ersatzfähig. Diese alternativen Lösungsansätze hat allerdings niemand diskutiert, selbst diejenigen nicht, die einen Anspruch gegen die UG haftungsbeschränkt bejaht und damit gegen D verneint haben. Dieses Ergebnis scheint dann doch ein wenig ungerecht und wird im Zweifel eher zu einer Abwertung führen. Schauen wir uns nun die zweite Frage an. Die zweite Frage war deshalb etwas unangenehm, weil sie einen prozessualen Einstieg hatte. Es ging nämlich um ein echtes Versäumnisurteil zugunsten des Klägers. Schauen wir uns den Sachverhalt an. Der A hat immer noch sein Sanatorium
Und er hat einen Kooperationsvertrag mit einer Praxis in Köln. Dieser Austauschvertrag sieht vor, dass die Patienten von A die Leistungen von Z in Köln in Anspruch nehmen können und die Patienten von Z in Köln die Leistungen von A in Bonn. Der Vertrag enthält außerdem eine Gerichtsstandsklausel, wonach alle Streitigkeiten in Bonn abgewickelt werden sollen. Nun nimmt Dr. Z im November unangekündigten Urlaub, wodurch A einen Schaden erleidet, und diesen Schaden in Höhe von 500 € macht er nun gegen Dr. Z geltend. Und er klagt vor dem Amtsgericht Bonn, und der Dr. Z reagiert gar nicht, worauf in der mündlichen Verhandlung sich der Richter fragt, ob er nunmehr ein Versäumnisurteil erlassen darf. In dieser Frage war vor allen Dingen der Hinweis wichtig, dass im Zweifel ein Hilfsgutachten zu erstellen ist, denn möglicherweise kommt man ja zur Unzulässigkeit der Klage im jetzigen Zeitpunkt. Das Erste, was Sie dazu wissen müssen, ist, wie prüft man eigentlich solche Versäumnisurteilsfälle? Das Schema ist überraschend einfach. Zunächst mal prüfen Sie die allgemeinen Sachurteilsvoraussetzungen, das heißt die Zulässigkeit der Klage nach allgemeinen Voraussetzungen. In einem zweiten Schritt prüfen Sie dann die besonderen Voraussetzungen eines VU zugunsten des Klägers. Diese finden Sie in § 331 ZPO. Zunächst mal braucht man dafür einen Antrag. Dieser Antrag muss ausdrücklich gestellt werden und er kann gestellt werden in der mündlichen Verhandlung. Das heißt, der Kläger muss zumindest da vor Ort erscheinen. Allerdings ist Voraussetzung eine mündliche Verhandlung natürlich, dass diese überhaupt ordnungsgemäß terminiert wurde und die Parteien ordnungsgemäß geladen wurden. Das ist unsere zweite besondere Voraussetzung. Der Beklagte muss säumig sein. Säumnis setzt voraus, dass er unentschuldigt nicht erschienen ist oder nicht verhandelt hat. Verhandeln bedeutet, dass er zumindest einen Sachantrag stellen muss, regelmäßig den Klageabweisungsantrag. Stellt er diesen Antrag nicht, ist er trotz Erscheinen in der Verhandlung als säumig zu behandeln. Schließlich darf kein Ausnahmegrund nach 335 oder 337 ZPO vorliegen. Da können Sie einfach ins Gesetz schauen. In Betracht in unserem Fall kam allerhöchstens 335 Nummer 1. Das sind alle Zulässigkeitsvoraussetzungen. In einer normalen Klausur würden Sie dann die Begründetheit der Klage prüfen. Im Versäumnisurteilsfall wird aber nicht die Begründetheit geprüft, sondern nur die Schlüssigkeit. Schlüssigkeit bedeutet aber nicht, dass Sie besonders schlampig prüfen, sondern Schlüssigkeit bedeutet nur, dass die Einwände des Beklagten unberücksichtigt bleiben, soweit der Kläger sie nicht selber vorträgt. Das heißt, Sie unterstellen alles, was der Kläger sagt, als wahr. Damit kommen Sie zur selben Situation, die Sie immer in Klausuren haben, dass Sie nämlich einfach nur den ganzen Sachverhalt als unstreitig hinnehmen müssen. Das heißt, Sie prüfen hier ganz normal gutachterlich, ob der Anspruch gegeben ist oder nicht. Sie dürfen also nicht hier in Schlampigkeit verfallen. Wenden wir das nun auf unseren Fall an. Dann kommen wir sehr schnell zu den ersten Problemen, nämlich dann, wenn Sie im Rahmen der allgemeinen Sachurteilsvoraussetzungen die Zuständigkeit prüfen. Dabei geht es zunächst um die sachliche Zuständigkeit und die prüfen Sie hoffentlich ganz sauber nach § 1 ZPO in Verbindung mit 23 Nummer 1 GVG in Verbindung mit 71 GVG. Der 1 ZPO sagt ganz einfach, für die sachliche Zuständigkeit gilt das GVG. Der 71 GVG sagt, grundsätzlich ist das Landgericht zuständig, soweit nicht ausdrücklich das Amtsgericht zuständig ist. Und die Zuständigkeit des Amtsgerichts ergibt sich aus 23. Und die wichtigste Norm ist dabei der 23 Nummer 1, die streitwertabhängige Zuständigkeit, die nämlich sagt, bis 5.000 € ist das Amtsgericht zuständig, egal worum es geht. Davon gibt es gewisse Ausnahmen in 71, etwa für Staatshaftungsrecht, aber von denen liegt hier keine vor. In der typischen Klausur reicht es also, wenn Sie diese Normen nennen und sagen, hier geht es um weniger als 5.000 €. Sie müssen hier nicht viele Seiten zu schreiben, das ist ein unproblematischer Punkt. Die örtliche Zuständigkeit ist demgegenüber öfter mal Problem in Klausuren. Die ZPO
spricht irritierenderweise nicht von örtlicher Zuständigkeit, sondern von Gerichtsständen. Und dabei haben wir zunächst den allgemeinen Gerichtsstand nach Paragraphen 12 und 13 am Wohnsitz des Beklagten. Sie können also jeden Menschen da verklagen, wo er seinen Wohnsitz im Sinne des BGB hat. Sie kennen das, Paragraphen 5 bis 7 BGB. In den meisten Klausuren geht es aber auch um vertragliche Ansprüche wie hier, nämlich um diesen Kooperationsvertrag. Und da haben wir mit Paragraphen 29 Absatz 1 ZPO einen besonderen Gerichtsstand. Sie können immer da klagen, wo der Vertrag zu erfüllen ist. Wenden wir dies nun auf unseren Fall an, kommen wir sehr schnell zu dem Ergebnis, dass der Dr. Z einerseits in Köln wohnt und andererseits der Vertrag mit den medizinischen Leistungen auch in Köln erfüllt werden sollte. Daher ist hier in diesem Fall beides eigentlich in Köln. Geklagt wurde aber in Bonn, sodass das Amtsgericht Bonn auf den ersten Blick unzuständig sein könnte. Die Lösung könnte hier aber sein, die sogenannte Prorogation nach § 38 ZPO. Man kann in Deutschland einen Gerichtsstand vereinbaren, allerdings nur, wenn man Kaufmann ist oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts. Juristische Personen des öffentlichen Rechts sind weder A noch Z. Sie können aber möglicherweise Kaufleute sein. Hier gilt aber eine wichtige Besonderheit, die nur wenige von Ihnen entdeckt haben. Nach 33.1.2 ZPO gilt hier die Geständnisfiktion des 333 Absatz 1 Satz 1 nicht, sondern es muss positiv bewiesen werden, dass beide Parteien überhaupt eine wirksame Gerichtsstandsvereinbarung schließen konnten. Und das ist hier problematisch, weil es müssten A und Z Kaufleute sein. Sie müssen also in Bezug auf A und Z jeweils prüfen, ob die Voraussetzungen des HGB vorliegen. Da hier keine Eintragung nach § 2 bis 6 HGB erfolgt ist, kann die Kaufmannseigenschaft nur aus § 1 folgen. Und dieser setzt voraus, dass sowohl A als auch Z ein Handelsgewerbe betreiben. Das setzt wiederum voraus, dass ein Gewerbe vorliegt und das könnte daran scheitern, dass hier ein freier Beruf betroffen ist. Was wiederum ein freier Beruf ist, ergibt sich aus 1 Absatz 2 Satz 1 Partnerschaftsgesellschaftsgesetz. Das sind Berufe mit besonderer Qualifikation, die nicht nur im Interesse des Mandanten, sondern auch im Interesse der Allgemeinheit erbracht werden. Konkret haben wir für Ärzte sogar eine besondere Regelung. § 1 Bundesärzteordnung sagt, der Arzt übt einen freien Beruf aus und gerade kein Gewerbe. Wenn wir uns aber den A genauer anschauen, sagt der Sachverhalt, dass in seinem Sanatorium gerade keine medizinischen Leistungen erbracht werden, sondern eher Wellnessleistungen von Personen, die noch nicht mal medizinisch ausgebildet sind. Damit erbringt der Arzt gerade nicht die typische medizinische Leistung und fällt nicht unter § 1 Bundesärzteordnung und 1 Absatz 2 Partnerschaftsgesellschaftsgesetz. A übt also ein Gewerbe aus. Und dieses Gewerbe ist, wenn wir uns mal näher angucken, nach Art und Umfang auch groß. Denn wir müssen gucken, ob er hierfür kaufmännische Einrichtungen braucht. Der Sachverhalt sagt ganz klar, dass er eine doppelte Buchführung hat und hierfür sogar jemanden eingestellt hat. Buchführung ist aber eine typische Eigenschaft von Kaufleuten und das ist ein deutliches Indiz. Sie müssen hier aber nicht nur auf die Buchführung abstellen, sondern Sie müssen den kompletten Sachverhalt auswerten. Das heißt, so Zahlen wie Umsatz, Mitarbeiterzahlen, Gewinn und mögliche Expansionspläne. All das sollte in Ihrer Klausur zumindest erwähnt werden, um deutlich zu machen, dass Ihnen klar ist, was § 1 Absatz 2 verlangt. In Bezug auf A haben wir also kein Problem. Aber was ist mit Z? Z betreibt eine Privatarztpraxis. Der A behauptet, dass auch Z keine medizinischen Leistungen erbringt, aber, wie das Wort behauptet schon deutlich macht, wir wissen nicht, wie es wirklich ist. Und wenn wir es nicht wissen, dann haben wir ein Problem. Dann müsste unser Richter nämlich eigentlich Beweis erheben.
Im Versäumnisurteil greift zwar nach 331 Absatz 1 Satz 1 ZPO grundsätzlich eine Geständnisfiktion, diese gilt aber gerade nicht für den Gerichtsstand. Das heißt, solange hier kein Beweis von A angeboten worden ist dafür, dass der Z ein Gewerbe betreibt, kann das Gericht nicht davon ausgehen, dass der Z ein Gewerbe betreibt und darf daher nicht davon ausgehen, dass er eine Provokationsvereinbarung schließen konnte. Damit ist unsere Gerichtsvereinbarung leider unwirksam und das Amtsgericht Bonn darf kein Sachurteil zugunsten des A sprechen. Stattdessen wird es die Klage durch ein unechtes VU nach 331 Absatz 2 abweisen wegen Unzuständigkeit. In dieser Klausur dürfen Sie die Prüfung aber nicht abbrechen. Sie müssen stattdessen ein Hilfsgutachten aufstellen. Und in diesem Hilfsgutachten müssen Sie dann weiterprüfen die anderen Zulässigkeitsvoraussetzungen und die besonderen VU-Voraussetzungen. Die sind hier aber alle kein Problem. Sie gelangen dann irgendwann zur Schlüssigkeitsprüfung und dort prüfen Sie dann ganz normal, ob der Anspruch nach dem Vortrag von A besteht. Das ist hier völlig unproblematisch. Der Vertrag zwischen A und Z ist zwar kein typischer Vertrag, aber Sie können ihn entweder als typengemischten Vertrag oder als Vertrag sui generis aufstellen. Auch solche Verträge begründen Pflichten, hier insbesondere Rücksichtnahmepflichten darauf, früher zu informieren. Sie können aber auch eine Leistungspflicht auf das Angebot der Leistungen von Z zugunsten der Patienten des A abstellen. Diese Pflicht wäre dann durch Zeitablauf unmöglich geworden, sodass der Anspruch auch darauf gestützt werden kann. Es geht zudem um Schadensersatz statt der Leistung, denn es soll genau die Leistung, die eigentlich Z erbracht wurde, durch Geld ersetzt werden. Schließlich haben wir hier auch ein Vertreten müssen, denn mangels anderweitiger Angaben greift die Vermutung des 280.1.2. Damit liegen die Voraussetzungen vor und wenn die Klage nicht unzulässig wäre nach aktuellem Stand, würde der A sein Geld von Z kriegen. Das war auch schon alles zu Frage 2. Kommen wir nun zu Frage 3. Frage 3 ist ebenfalls wieder im Ausgangspunkt Dr. A. Dr. A hat nun den P als Prokuristen bestellt und der P seinerseits kann damit die Gesellschaft vertreten. Allerdings war die Prokura im Innenverhältnis beschränkt. In der Folge widerruft der A die Prokura, lässt das aber ebenso wenig eintragen wie die Erteilung der Prokura. In der Folge, nachdem die Prokura widerrufen worden ist, schließt nun der P einen Vertrag mit der VGmbH, ihrerseits vertreten durch deren Geschäftsführer, über die Lieferung von Heilschlamm. Der Heilschlamm wird auch geliefert, allerdings eine zu geringe Menge. Das wird aber nie gerügt. Zwischenzeitlich hat der A auch noch entschieden, dass er sich zur Ruhe setzen will und hat seinem Kollegen E angeboten, in die Gesellschaft einzusteigen, in die neu zu gründende Gesellschaft. Die beiden schließen also einen Gesellschaftsvertrag, wonach der E beteiligt sein soll. Und nun kommt es, wie es kommen muss. Die VGmbH wendet sich nicht an Dr. A und auch nicht an die neu entstandene Gesellschaft zwischen Dr. A und E, sondern unmittelbar an E persönlich und will von ihm die Kaufpreiszahlung. Der E wendet nun ein, dass zu wenig Heilschlamm geliefert wurde und verweigert deshalb die Zahlung. Der Fall ist auf den ersten Blick verworren, allein deshalb schon, weil wir vier Beteiligte haben. Wenn Sie sich einen solchen Fall der Klausur angucken, sollten sich daher in jedem Fall die Beziehungen der Beteiligten grafisch aufzeichnen. Wenn Sie das hier gemacht haben, ist die Prüfung eigentlich nicht so kompliziert, wie man vielleicht befürchtet. Sie prüfen einen Anspruch der VGmbH gegen E aus 433.2 BGB in Verbindung mit 128 Satz 1 HGB in Verbindung mit 28.1 HGB. Warum brauchen wir diese ganz lange Normenkette?
Ursprünglich war Vertragspartner Dr. A. Später ist allerdings dieser Anspruch so zu behandeln, als würde die OHG mithaften. Das sagt 28.1.1. Und für alle Ansprüche der OHG haftet jeder Gesellschaft gesamtschuldnerisch persönlich nach 128 Satz 1. Sie müssen dabei sauber darauf achten, welche Normen Sie prüfen. 130 HGB setzt voraus, dass jemand zu einer bestehenden OHG beitritt. Bevor E beitrat, war aber A alleine, sodass 130 HGB keine Anwendung findet. 25 HGB setzt aber demgegenüber voraus, dass ursprünglich jemand alleine beteiligt war und nun dieserjenige ausscheidet und der Nachfolger allein beteiligt ist. Hier bleibt aber A beteiligt, sodass auch 25 HGB ausscheidet. Das erste Problem, was sich stellt, ist, gibt es einen Anspruch gegen A persönlich? Und dabei stellt sich das Problem, wurde A wirksam vertreten? Zunächst mal müsste hier der P Vertretungsmacht gehabt haben. Ursprünglich mal wurde ihm Prokura erteilt, allerdings wurde diese im Innenverhältnis beschränkt. Nach 50 Absatz 1 HGB ist diese Beschränkung im Außenverhältnis aber unwirksam, sodass Sie sich hier kurz fassen können. Schwieriger ist es mit dem Widerruf. Der Widerruf beendet die Prokura grundsätzlich. Allerdings ist der Widerruf nach § 53 2 HGB in das Handelsregister einzutragen. Solange eine eintragungspflichtige Tatsache nicht eingetragen ist, kann sich jeder, der keine positive Kenntnis hat, darauf berufen, dass diese Tatsache nicht eingetreten ist. § 15 1 HGB. Jetzt kommen wir aber zum Problem der sogenannten sekundären Unrichtigkeit. Da der A nämlich selber gar nicht eingetragen ist, war logischerweise auch die Erteilung nicht eingetragen, sodass das Handelsregister auf den ersten Blick richtig ist, denn es steht keine Prokura für P drin und P hat auch keine Prokura. Dennoch ist es heute unstreitig, dass trotz der scheinbaren Richtigkeit der Verkehr auf das Schweigen des Registers insoweit vertrauen kann, dass der P immer noch Prokura hat. Sie müssen hier zwei Argumente im Wesentlichen nennen. Das erste Argument ist, dass hierdurch erreicht wird, dass die Leute ihren Eintragungspflichten nachkommen. Es ist eine Sanktion, dass man für die Nichteintragung haftet und so führt die Verantwortlichkeit für die Nichteintragung der späteren Tatsache dazu, dass die Leute ihre Pflichten erfüllen. Anders würde nämlich derjenige belohnt, der seine Pflichten nicht erfüllt, denn er müsste auch die Änderung nicht mehr eintragen. Zum Zweiten geht es hier um den Verkehrsschutz, denn der Verkehr wird ohnehin regelmäßig nicht ins Register gucken, sondern aus anderen Umständen Kenntnis erlangen. Und dann kann es keine Rolle spielen, was vorher im Register stand, denn der Verkehr vertraut ja ohnehin nur abstrakt darauf, dass es ein Register gibt, das heißt, dass die Leute sich formal richtig verhalten. Das heißt, derjenige, der außerhalb des Registers Kenntnis erlangt hat, ist genauso schutzwürdig. Diese Argumente müssen Sie nennen. Allein das Nennen von Schlagworten wie sekundäre Unrichtigkeit oder fehlende Voreintragung entbindet Sie davon nicht. Das kann man schöner oder weniger schön darstellen, aber in jedem Fall, wenn Sie es genannt haben, haben Sie schon erhebliche Pluspunkte gesammelt. Dann können Sie noch ansprechen, dass A und Dr. E vereinbart haben, dass hier die Mithaftung ausgeschlossen sein soll. Das muss aber im Handelsregister eingetragen und bekannt gemacht worden sein, was hier nicht erfolgt ist, sodass diese Mithaftungsvereinbarung unwirksam ist. Schließlich kommen Sie zum Problem der Durchsetzbarkeit. Und hier ist der entscheidende Anknüpfungspunkt 320 Absatz 1 BGB. 320 Absatz 1 BGB ist eine Einrede, die dem Schuldner zusteht. Schuldner des Kaufpreisanspruchs ist zunächst mal aber nur Dr. A. Damit die OHG sich auf diesen Einwand berufen kann, müssen wir hier 417 BGB die Regelungen zur Schuldübernahme entsprechend heranziehen. Denn wenn die OHG haftet, soll sie natürlich nicht strenger haften als derjenige, der ursprünglich Schuldner war. Das heißt, 417 sagt, die OHG kann sich auf die Einreden des Dr. A berufen.
Nun geht der Anspruch aber hier nicht gegen die OHG, sondern gegen E persönlich. E wiederum kann die Einreden der OHG nach 129.1 HGB geltend machen. Sie müssen also, wenn Sie hier ganz sauber prüfen, sagen, E kann die Einreden der OHG nach 129 geltend machen, diese kann wiederum die Einreden des A nach 417 geltend machen und A könnte eine Einrede nach 320.1 BGB haben. Welche Einrede ist das? Nun, die Einrede des nicht erfüllten Vertrages, nämlich, dass unsere VGmbH hier noch weitere Heilschlammpackungen liefern müsste. Das ist aber nur dann der Fall, wenn ein Anspruch aus 437 Nummer 1 439 1 BGB besteht. Dieser setzt wiederum voraus, dass hier überhaupt ein solcher Anspruch noch besteht. Er könnte nämlich ausgeschlossen sein nach 377.2 HGB. Es handelt sich um einen Handelskauf, denn Dr. A und damit auch hier seine Nachfolger, die OHG, sind Kaufleute im Sinne des HGB, wie wir in Frage 2 schon festgestellt haben. Auch die VGmbH ist Kaufmann. Das ergibt sich hier aus § 6 Absatz 1 HGB in Verbindung mit 13 Absatz 3 GmbH-Gesetz. Die beiden handeln auch im Rahmen ihres Geschäfts, denn juristische Personen bzw. Personengesellschaften haben keine Privatsphäre. Schließlich geht es um den Kauf von Waren. Heilschlamm sind bewegliche Sachen, die im Handelsverkehr vertrieben werden. Damit hätte unverzüglich gerügt werden müssen, nachdem ein Mangel entdeckt wurde. Der Mangel hätte nach 377 Absatz 1 im Rahmen einer unverzüglichen Prüfung entdeckt werden können. Hier wurde aber gar nicht geprüft, sondern die Ware einfach weggelegt. Damit war die Rüge der zu geringen Menge zu spät und damit kann man sich auf die Minderlieferung nicht mehr berufen. Damit sind Gewährleistungsansprüche und damit insbesondere der Anspruch auf Nachlieferung aus 437 Nummer 1, 439 1 BGB ausgeschlossen und es gibt einen vollwertigen Kaufpreisanspruch zunächst gegen A, der übergegangen ist auf die OHG, für den wiederum der E nach 128 Satz 1 persönlich haftet. Das heißt, der Anspruch besteht und der Fall ist gelöst. Sie sehen, die Klausur ist machbar, aber sie ist durchaus anspruchsvoll, vor allen Dingen im Hinblick auf die Zeiteinteilung. Wenn Sie gar keine Kenntnisse im HGB haben, sind Sie wahrscheinlich ganz schön aufgeschmissen, denn die Norm mal eben zu finden, gelingt Ihnen nicht. Insoweit sollten Sie hier nicht zu viel Mut zur Lücke beweisen, sondern vielleicht ein paar Grundkenntnisse doch noch erwerben. Normen wie 377 HGB, 128 HGB und 28 HGB sollte man schon mal gehört haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.